So. Bergbau Folge 400. Was habe ich gerade mit meinem Passwort? Geht doch. So. Okay. Das heißt... Soll ich da auch noch? Wow. So, wieso kommt jetzt hier nicht hoch? Doch. So. Okay, ab hier ist ja. Oder auch nicht? Wissen wir nicht richtig? Hä? Doch, machen wir denn da? Jetzt wird alles stumm. Der einfachste Test ist, dass ich hier hinstelle und dann müsste alles gleichmäßig aussehen. Tut es. Sehr schön. Okay. Puh, da haben wir wieder einiges geschafft hier. Gut, dann gehe ich mal ganz kurz runter und gucke aber nur auf den Y-Wert. Beziehungsweise werde ich auch auf die andere Werte achten, aber werde ich die wahrscheinlich jetzt eh nicht merken. Gott, wir sind gerade mal bei minus 100. Das ist ein Witz. Ja, minus 90 gerade mal. Ach du Kacke. Das ist echt traurig. Das ist echt hart traurig. Oh mein Gott. Da haben wir echt noch einiges zu tun. Na gut. Gucken wir mal, mittlerweile unsere Farm müsste ja mittlerweile wieder fertig sein.
So. Ja, ist fertig. Sehr schön. Können wir uns sehr endlich dran machen, unseren Rucksack zu bauen? Oder unsere Rucksäcke? Hä? Oh Gott, fällt denn ja relativ viel für Müll dran. Erstmal alles hier reinballern. Fliegende Insel. Ja doch. Ey, wow, wir haben genau 2 Sex bekommen. Wow. Das ist toxisch. Okay. Ist da schon wieder ein Hühnchen gestorben, ey. So. 72 sind noch übrig. Das geht ja. So, dann sollten wir jetzt eigentlich in der Lage sein, unsere Taschen zu bauen. 360? Ja, das passt. Das passt ganz genau. So, die Steine schmeiße ich mal raus. Also ist apropos, können wir hier eigentlich auch noch. Ah, es wird nicht so viel Platz, habe ich gar nicht im Inventar. Fuck. Ich wollte nämlich jetzt hier auch eine große Kiste bauen, nur um die Kiste zu leeren, bräuchte ich erstmal entsprechend Platz im Inventar. Gut, dann mache ich das am besten anders. Dann nehme ich das noch raus, das hier und das hier. Und das. Dann erkläre ich erstmal meine Taschen bei mir. So, das kann alles da rein. Oh, ich hab noch einen Stick. Hä? Bin ich jetzt behindert? Oder bin ich auf Drogen? Oder beides? So, jetzt habe ich hier nämlich schön viel Platz. Das schmeiße ich erstmal alles hier rein. So. Und jetzt habe ich genug Platz in meinem Inventar, um die Kiste hier aufzulösen.
Und schon ist das hier eine ordentliche, organisierte Grabbelkiste. Easy. So, jetzt aber zurück zu unserem Fall. Alles weg? Nee, hier war das, genau. Wir brauchen ganz viel davon. Wie viel eigentlich? Also wir haben zwei große Taschen. Für die zwei großen Taschen brauchen wir... drei großen Taschen brauchen wir 6 mittlere, also 12 kleine. Also brauchen wir 12 mal 6 sind 72. Halleluja. Gut. 72, das kriegen wir ja relativ easy hin. So. Rest kann raus. Und jetzt müssen wir das hier anordnen als so. Und zweimal rotieren. Und das da drüber. Und alles bitte rein. Dankeschön. Jetzt kommt das da. Das kommt da. Und die Dinger, beziehungsweise machen wir es am besten so. Kann ich einfach mal dahin klatschen. Ach halt, war ja andersrum. Das kommt nach da. Das kommt nach da. Und jetzt. Bam. 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 Easy. Yay. Geiler Mato. Okay. Das kommt jetzt alles da rein. Ja. Warum hab ich den immer nicht gesehen? Egal. Egal. Wir haben unsere drei Taschen. So. So. Und perfekt. Weißt du was? Weil ich geil bin und wir die Wolle für sowieso nichts anderes brauchen, mache ich jetzt mal noch eine Tasche. Dann haben wir erst eine Tasche auf Reserve, wobei ich absolut nicht weiß, ob die Taschen ihren Inhalt behalten. Glaube nicht. Kann ich das bitte wieder? Genau. Heißt also, wenn die Tasche voll ist, kann ich sie gar nicht rausnehmen. Okay. Gut, heißt also, rein technisch gesehen bräuchte ich keine weitere Tasche, aber ich mache mir eine. Dann kriege ich nämlich diesen Award. Und der ist geil. Nee, lohnt sich eigentlich gar nicht. Extra dafür eine Tasche zu machen, ist eigentlich Schwachsinn. Nee, komm, lass mal. Pack mal rein. So. Jetzt haben wir volle Taschen. Also, jetzt haben wir keine vollen Taschen, sondern jetzt haben wir ganz viele Taschen. Also, egal. So viele Taschen, wie wir halt mitnehmen können. Also, wir sind voll an Taschen. So rum. Jetzt macht das ganz auch Sinn. So, jetzt wäre die Frage, wie bauen wir am besten unser Haus, also gestaltungstechnisch, von innen auf? Und wir haben einen Dachboden. Wie sind wir wirklich mit dem Dachboden fertig geworden? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Bei dem Dachboden hat er doch irgendwas gefühlt und wir wollten doch hier noch eine Tür machen, oder nicht? Wollten wir nicht? Ich glaube schon. So war es mir gewesen. Keine Ahnung. Na gut, gehen wir mal aufs Dachboden, auf den Dachboden. Und dann, doch, hier ist, genau, sogar schon die Fenster sind drin. Ah doch, hier haben wir alle, hier haben wir alles. Okay. Dann, ja. Dachboden lassen wir erstmal komplett so, wie er ist. Nice. So, die Frage ist, was machen wir jetzt hier? Also, wir haben auf jeden Fall eine Schlafecke, könnte man gebrauchen. Das würde ich dann alles da hinten machen. So, Bücherregale und Betten und so ein Scheiß. Kommt denn hier alles hin? Dann so unterhaltungstechnische Sachen, also Küche und so ein Scheiß, also Backöfen und so ein Dreck, kommt alles hier hin. Ja, Kisten können wir da praktisch hier ranstellen oder nutzen dafür den Dachboden, je nachdem. Wow, Alter, sind 5 Leute on hier, was ist denn hier los? Boah, auf meinem anderen Server sind auch gerade 4 Leute on. Digga, mein Rechner explodiert da gleich. Ja, genau. Das heißt also, wir nehmen unser Bett von da drin und packen das hier hin.
Dann nehmen wir den Ofen, beziehungsweise. Ich weiß gar nicht, sollten wir das alte Haus komplett aufgeben oder craften wir für hier lieber alles einfach neu? Das wäre eigentlich auch eine gar nicht so schlechte Idee. So, gucken wir mal ganz kurz. Betten haben wir keine mehr, ne? Nee. Okay, komm, wir machen's richtig geil. Wir machen drüben. Komm. Fuck the shit. Drüben baue ich ein Lager aus den Dingern. Das wird fucking geil. Und zwar die Dinger. Das heißt, brauche ich erstmal hiervon ganz viele. Dann brauchen wir erstmal ganz viel Holz. Ich weiß gar nicht, so viel Holz haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Wir haben 18 Holz. Das ist alles, was wir haben, ja. Oh, das ist traurig. Das ist echt traurig. Ach, so Gott, wir haben hier noch haufenweise Holz. Ah, also erstmal genau gucken, bevor wir hier schon alles an Nagel hängen. Ja, doch. Das sieht doch schon annehmlicher aus. Ja, okay. Dann gucken wir erstmal, wie weit wir damit kommen. Bam. Alles. Bam. Ach komm, alles. So, jetzt aufpassen. Ich darf nicht zu viel. Angenommen, ich mache das als Kreis. Dann hätte ich 24 Kisten. Heißt also, ich krieg 24, das wären von den Dingern, wenn das 6 Rezepte. Ich brauche also 6 mal 5, das wären 30 Holz. Habe ich noch über. Das geht. Gut, dann machen wir das. Hä? Oh, hier war einer zu viel. Whatever. So, jetzt nehmen wir das Ding hier. In Fertigungsstraße alles. Und gib ihm. So, jetzt haben wir hier von 24 Dinger. Wir können doch 8 solche Dinger machen. Ich weiß gerade gar nicht. Hä, nee, Moment mal. Doch, genau, wir können auch 8 solche Dinger machen, aber dafür haben wir gar nicht genug Holz. Wir können also auf jeden Fall so viel machen, wie wir brauchen. Wie viel bekommen, das wäre also erstmal alles. Ja gut, okay, das wären jetzt genau 2. Aha! Okay, ja. Haben wir 32. Es geht ja. So, genau, mehr schaffen wir auf jeden Fall nicht. Wenn wir mehr machen wollten, müssten wir noch weiter Kisten machen, weil wir kriegen hieraus jetzt zwar noch 4 Kisten, aber da brauchen wir ja noch mal 5 Holz extra. Das geht also so nicht weiter. Heißt also, das können wir erstmal zurückpacken. Dann müssten wir erstmal wieder halt Holz sammeln. Ging das hier? Ja, okay, dann geht's doch. Okay, dann passt das nämlich genau. Dann kriegen wir daraus nämlich 4 Kisten. Bam. Halt. Da 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 bam bam easy so du kannst auch da hä, du bist jetzt mein anderer. Ach da, wow, bitte auch da rein, dankeschön. So, jetzt haben wir 36 von diesen Dingern und die können wir jetzt oben aufstellen. Warum habe ich kein Messer dabei? Fuck, I hate you. Komm mit. Ach, ich kann dich doch so schlagen. Ha, lol. Fuck, ich häng fest. Nee. Ha, noob. Digga, das haben wir aber gerade echt ganz schön ausgelastet. Da sind gerade mal 6 Leute on. Oder sind da noch irgendwo einer? Nö. Digga, mein Server ist ja richtig hier am Anschlag. Boah, ey. Mein Gott. Auf dem hier sind 6 Leute online, auf dem anderen sind 5 Leute online. Ey, das riecht ja gar nicht. Was ist denn hier heute los? Verfickte Kacke. So, hier gehen wir rein. Wir brauchen hier hinten echt noch eine Tür. Das ständige Rumrennen hier, das geht ja. Oder wir kloppen zumindest jetzt erstmal temporär eine Kacke rein. Was soll ich jetzt eigentlich sagen? Ist das jetzt normales Holz? Ja, ist normales Holz. Okay.
So, das packen wir auch extra, damit da später keine Verwechslungen gibt und wir später auch nicht mehr wiederfinden. Genauso macht man sowas. Oh, wow. Moment mal. Das reicht doch wieder. Ha. Alter, ich bin heute voll produktiv, ey. Boom, Matchot. Ah, halt, wir dürfen nur viel machen. Ja. Ja, ja, mach halt hin. So, so, so. Bam. Boom. Bam. 40. Geil. Okay. Digga, ich bin gerade so produktiv. Ich könnte gerade Bäume rausreißen. So, die Frage ist, wie ordnen wir sie hier an? Ich persönlich würde es geil finden, wenn wir die doch gleich hier vorne als Front machen. Genau, alles easy. Bam. 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 Meine Fresse. Bam, 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 bam. Langweilig. Bam. Bam. So, und jetzt die anderen da vorstellenderweise. Das haben wir so. Alter, sieht das geil aus. Boah. Okay, das wäre die eine Wand. Jetzt haben wir hier auch noch welche. So, 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 so. Tadam. Digga, das ist einfach so awesome. That is so funny. Ey, siehst du, können wir eigentlich wirklich machen. Können wir das hier, die Bretter nämlich als Trennwand benutzen? Bam. Kann man da nicht hinter gucken, jetzt sieht es nicht so schäbig aus, wenn hier sowas ist. Da, da, da. Geil. Oh, ist das krank. Ey, das ist ein Lagerplatz, as fuck. Und wie gesagt, das kann man hier mit Rechtsklick die Sachen reinpacken. Bam. Bam. Und mit Linksklick kann man die Sachen halt wieder rausnehmen. So. Und wenn man dabei die Umschalttaste gedrückt hält, dann kann man halt immer einzelne Sachen reinmachen. So. 1, 2, 3, 4. Oh, okay. 1, 2, 3. Und auch beim Rausnehmen das gleiche. 1, 2, 3, 4. Oh, ja, das war jetzt Vorführeffekt. Also 1, 2, 3. Achso, der fängt sich immer automatisch links an. Okay, wusste ich nicht. 1, 2, 3. Perfekt. Digga, das ist so geil einfach. Ja, also genau so möchte ich dann später hier das gesamte Ding voll haben, einfach alles. Das heißt allerdings, jetzt muss ich rechnen, wie viel Holz wir dafür brauchen werden. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Oh, fuck. Also, wir haben eine Fläche, ich rechne einfach mal in Flächen, weil das hier ist eine Fläche, das ist eine Fläche, das. Deswegen in Flächen zu rechnen macht hier tatsächlich Scheiße. Oh. Ja gut, dann können die halt nicht bedient werden von vorne, denn es ist hier halt nur das. Ist ja auch egal. Egal. Fakt ist auf jeden Fall, wir müssen trotzdem ganze Flächen rechnen, weil die Dinger, die dann da wegfallen, können wir dann da oben hinsetzen. Dann haben wir also einen Überschuss von genau einem. Ist ja auch egal. So, das heißt also, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 10. So, für 15 brauchen wir also 15 Kisten. Das geht aber nicht. Heißt also, wir nehmen 16 Kisten. 16 Kisten bedeuten, ich bin komplett behindert. Nee. Doch, genau, doch. 16. Genau. Da kriegen wir mal 4 Stück raus. Halt, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das da. Genau, kriegen wir mal 4 Stück raus. Heißt also doch, wir brauchen 16 von den Kisten, weil eine Kiste entspricht später ein so ein Ding. Um eine Kiste zu machen, brauchen wir 8 Blöcke. Heißt also 8 mal 16. Ist Bide da war dumm, 128 Holz. So, 128 brauchen wir für die Kisten. Und da brauchen wir für alle, also für je 4 Kisten, brauchen wir 5 Holz extra. Das heißt also, wir schlagen einfach mal um. 5, 10, 15, 20, also 25 Holz nochmal extra. Heißt also, wir brauchen 140 bis 150 Holz für eine Fläche. So, 150 Holz bedeutet, wir brauchen 150 durch 4 rechnen, weil wir kriegen ja Baumstämme. Das heißt also, wenn wir mit 160 rechnen, heißt das 40 Baumstämme für eine Wand. Heißt also, wir haben 40, 80,
160, 320, alter Schwede, 360. 360 Bäume müssen wir fällen, also Baumblöcke brauchen wir. Ich will jetzt nicht sagen, dass das heftig wird, aber das wird echt heftig. Wobei, man kann auch fast sagen, es geht tatsächlich, weil das Schöne ist, wir können tatsächlich alle möglichen Holzsorten verwenden. Wir können also einfach irgendwo in den Wald gehen und einfach wild drauf los Bäume fällen, wie wir gerade Bock haben. Nichtsdestotrotz brauchen wir dafür aber, wisst ihr was, damit die Blöcke nicht verloren gehen, packe ich die Blöcke einfach hier hin. Tada! So. So. Was wir aber brauchen ist auf jeden Fall, hä? Ist das hier keine Area? Oh, habe ich ja ganz schön eng bemessen, die Area. Lol. Nee. Wir brauchen auf jeden Fall eine Axt, um die Bäume abzufällen. Gut, also wir haben hier auf jeden Fall eine Axt. Noch eine Axt. Aber ich glaube, dass das reicht nicht. Wir nehmen uns einfach mal noch mal ein bisschen was mit. So, dann ein bisschen Nahrung mitnehmen. Ja, so, easy. Easy. Aber alles, was wir brauchen. Okay. Dann heißt es jetzt ab in den nächsten Wald gehen. Da hinten ist ja irgendwo einer. Ja, und dann, obwohl es schon ganz schön spät. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ja, müssen wir uns auf jeden Fall fürs nächste Mal merken. Ich brauche Papyrus. Mein Buch schreiben, wo ich jetzt niederschreibe. Papyrus. Hey, wir haben kein Papyrus? What the fuck? Warum habe ich kein Papyrus? Scheiße. Ich muss Buch schreiben. Verfickten Bitches. Guck, da brauche ich doch Papier. Ah. Genau. Und dafür brauche ich Papyrus. 9 Stück. Insgesamt. Und wie viel habe ich? 0. Das ist echt enttäuschend. Das jetzt wird sowas von enttäuschend. Enttäuschend? Enttäuschend? Keine Ahnung. Klingt irgendwie falsch. Enttäuschend. Doch, richtig. Alles gut. Ja, muss ich mir also so merken. Oh mein Gott. Das wird heftig. Ja, da werden wir also dann die nächsten Folgen erstmal auf Baumfell-Kur gehen. 360 Bäume. Holzblöcke. Also angenommen, ein Baum gibt uns so 8 Blöcke. Dann bräuchten wir, bitte müssten wir alleine dafür fast 50 Bäume fällen. Das ist ganz schön heftig. Das ist echt ganz schön heftig. Aber gut, wir schaffen das. Das schaffen wir. 50 Bäume. Klingt jetzt vielleicht mehr, als es eigentlich ist. Ich glaube mal, in einer Folge sind wir durch. Egal, gut. Ja, dann mache ich mal damit an der Stelle erstmal Feierabend. Schluss, aus Ende, finito, Feierabend, habt ihr Bock mehr. Und ja. In dem Sinne würde ich mal sagen, ciao mit V.